Hallo und herzlich willkommen zu einem Video zum ausführlichen Nachschauen zum Thema Salsa. Und da gab es vor einiger Zeit die Figur 3 Pedro Spin. Und die wollen wir euch mal kurz zeigen und danach so ein bisschen über die Details sprechen. Bei den 3 Pedro Spin ist der erste Teil ein Damensolo und dann kommt ein Pedro Spin und der Mann kann dabei mitdrehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Danach hatten wir eine Trennung. Die Frau tanzt einen zweiten Pedro Spin. Er schleudert den Arm und fängt ihn hinter dem Rücken wieder auf. Und jetzt kommt noch ein dritter Pedro Spin. Und das Ganze bringt uns wieder voreinander in die Gegenüberstellung. Und da wollen wir einfach so ein bisschen in die Details hineingehen. Das wäre jetzt am Anfang vielleicht zu erwähnen. Klar, Damensolo noch nicht das Thema. Pedro Spin für den Mann funktioniert erstmal wie immer. 1, 2, 3. Das heißt, er macht den Platz, er greift die Schulter. Und jetzt geht es um die Frage, wie kann ich jetzt als Mann mitdrehen? Bisher habe ich immer nur eine halbe Drehung gemacht. Jetzt soll ich erstmal eine ganze Drehung machen über die Schritte 4, 5 und 6. 4, 5. Dabei würde ich eine halbe Drehung über die Schritte 4 und 5 machen und über den sechsten Schritt oder über 5 und 6 dann noch eine Drehung dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, also die meiste Drehung auf dem sechsten Schritt. Jetzt sollte ich darauf achten, dass meine Hand nicht zu kurz bleibt, sondern die Frau will rückwärts gehen, soll rückwärts gehen und das muss ich unterstützen. Das heißt, ich schiebe den Arm nach hinten und wir tanzen hier einen halben Grundschritt. Entscheidend, hoppala, denn Petra dreht schon weiter, das ist okay, weil ich habe eigentlich schon einen wichtigen Impuls gegeben. Und das war die Tatsache, dass ich mich hinter die Frau bewege. Das heißt, mit den ersten 3 Schritten dieser zweiten Bewegung müssen wir die Plätze tauschen. Ich stehe noch vor der Frau. 1, 2, 3. Und ich muss versuchen, schon jetzt die Frau so ein bisschen an mir vorbeigehen zu lassen, damit ich jetzt hier den Arm vor dem Körper weiter bewegen kann. Bei 4, 5 und 6 tanzt die Frau einen ganz normalen Petrusspin. Sie kriegt auch genug Schwung vom Mann. Denn, jetzt rede ich mal schnell über seine Führung, sein Schritt ist nicht spannend, er tanzt einen Grundschritt. Aber ich nehme den Arm von hier einmal nach hinten und nach vorne, damit die Frau schon neben mir stehen kann oder vor mir stehen kann. Und das sind die Schritte 1, 2 und 3. Über den Schritt Nummer 4 und 5 tanze ich jetzt so eine Armbewegung, die von oben nach unten geht und wieder loslässt. Das heißt, Schritt Nummer 5 ist der Moment, wo die Hand oben ist. Also sollte ich von 4, 5 einen relativ großen Armschwung machen. Ich zeige das seitlich, wenn ich hier stehe, in der Position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann hinten die Hand auffangen. Da muss ich mir selber den Arm auf den Rücken legen. Für die Frau gibt es da nicht allzu viel zu wissen, außer dass sie den Armschwung einfach weiterführt. Das heißt, den Schwung, den sie vom Mann da bekommt, nicht einfach da lassen den Arm, sondern den Schwung übernimmt sie in ihren Armbewegung hinein und dadurch fliegt ihr Arm auch in der Bewegung mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habe ich die Hand. Jetzt kommt noch Teil 3 der Bewegung. Wer möchte, kann hier einen Grundschritt tanzen, um das Ganze so ein bisschen zeitlich zu entzerren, dass es nicht so oft dreht. Oder wir gehen gleich in die nächste Petrusspin-Bewegung und tanzen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt habe ich noch einen Fehler gemacht, nämlich bin ich gerade vorwärts gestartet. Das ist jetzt so ein Mini-Fehler, der ist nicht wirklich problematisch. Aber das kam, weil ich gesagt habe, wir können Grundschritt tanzen. Logischerweise im Grundschritt würde ich jetzt als Mann vorwärts und rückwärts tanzen. Aber wenn dieser dritte Ausstieg, der dritte Petrusspin als Ausstieg kommen soll, muss ich natürlich in meiner Bewegung mit Schritt Nummer 1 nach hinten gehen. Dann kann ich hier ein bisschen freier führen. Und das heißt, für den letzten Teil der Bewegung, wenn ich hier die Hand nach oben geschmissen habe, ist mein Arm relativ nah am Kopf der Frau. Und damit das Ganze kein Problem wird, darf ich nicht direkt zur Schulter greifen, weil dann käme ich unweigerlich irgendwo der Frau zu nahe, sondern ich führe den Arm erstmal an mir selber vorbei und dann greife ich hier über außen an die Schulter. Das war mal so ein Bild, das ich genommen hatte. Ich habe hier oben den Apfel, den pflücke ich, putze ihn mir kurz an meiner Schulter ab und dann lege ich ihn der Frau auf die Schulter.
Und dann kann ich hier führen. Die Idee ist, dass ich also den Arm zu meinem eigenen Körper bringe, damit die Frau genug Platz hat in der Bewegung. Und jetzt können wir nochmal schnell alles zeigen. Das wäre diese Bewegung von vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 und 6.